Wasserkreislauf und Ölkreislauf, da ist irgendwas, was nicht so richtig funktioniert. Wir stehen auf Platz 14. Wir müssen uns mit diesen Platzierungen irgendwo abfinden, weil einfach die Konkurrenz so stark ist und was ja auch in Ordnung ist. So, dass wir da vorne stehen, ist für uns eine Überraschung. Wir sind eigentlich sehr froh, dass wir geschafft haben, das Auto da vorne hinzufahren. Ja, wir haben ja jetzt für dieses Rennen einen neuen Motor bekommen und im Moment sieht es so aus, dass wir im No-Programm fahren. Wir sind zufrieden, das Auto macht sehr viel Spaß zu fahren, ist im BMW, macht wirklich Spaß. So. Ja, natürlich. Ich meine, am Ende des Tages ist es ein 4-Stunden-Rennen und da ist das Qualifying nicht entscheidend. Wenn man davon ausgeht oder wenn man das in Betracht setzt, dass wir letztes Wochenende gar nicht am Start waren, aufgrund des Unfalls im Zeittraining, ist das wirklich eine gute Leistung. Ja, letztes Mal sind wir Siebter geworden. Es kann immer wieder nach vorne gehen. Also Top 5 wäre cool diesmal.